Naja, wir haben ja insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren in Magdeburg für mehr als 300 Millionen Schulen saniert. Das ist ja eine der größten Projekte in den letzten Jahren. Ein neues Gymnasium geschaffen worden, vierzügiges Gymnasium. Und man sieht hier in dem wunderbaren Raum, das ist gelungen architektonisch. Und von daher kann die Stadt insgesamt mit der Schullandschaft, glaube ich, ganz gut leben. Wird jetzt aber, wenn die Entwicklung weitergeht, wir mehr Schüler kriegen, natürlich nochmal schauen müssen, ob das alles ausreicht. Aber wir haben erstmal ganz, ganz toll gearbeitet, haben viele, viele Schulen saniert. Die Stadt hat die Aufgabe in der dualen Finanzierung sozusagen, die Schule, den Körper, die Ausrüstung zu finanzieren, die Gebäude, und das Land stellt die Lehrer. Und aktuell haben wir ein Riesenproblem, dass Lehrer fehlen. Wir haben Bedingungen, die sind jetzt wunderbar, aber Lehrer müssen natürlich auch da sein. Und von daher müssen wir gucken, dass beides jetzt klappt, aber muss das Land gemeinsam mitziehen, dass wir das im nächsten Jahr hinbekommen. Geht doch nicht so schnell, die Ausbildung dauert einige Jahre. Aber ich glaube, bis dahin müssen wir uns durchmogeln, dass es halb gut klappt für die Schüler und die auch eine gute Ausbildung kriegen. Naja, das Problem ist, dass wenn eine gewachsene Stadt da ist, dann hat man im Stadtteil immer kontinuierlichen Nachwuchs an Schülern. Wir haben den Zusammenbruch gehabt der Industrie, das Wegziehen aus Stadtgebieten, wo die Industrie war, wie Buckow, nach Olmestedt und in andere Gebiete auch, dass wir immer wieder neu sortieren mussten, die Bereiche neu schneiden müssen, damit das überhaupt passt. Denn die Schulen kann ich ja nicht immer hin und her setzen. Jetzt sind wir in einem Zustand, der halbwegs funktioniert. Und wenn mehr Schüler kommen, dann müssen die so verteilt werden und verteilen sich hoffentlich so durch die Wohngebiete, dass es insgesamt klappt. Wir haben ja für Gymnasium, für Sekundarschulen, Gemeindeschulen schon keine Einzugsbereiche mehr. Da geht das ja problemlos. Bei den Grundschulen ist es ein bisschen komplizierter, aber insgesamt, glaube ich, werden wir damit leben können und muss immer große Schulen möglichst zentrumsnah ansiedeln, damit aus allen Richtungen der Weg praktikabel ist. Ich glaube, dass die aktuellen Entwicklungen, die wir haben, Industrieansiedlung und Kinder aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind, kein Grund sind für Befürchtung, dass wir wieder große Schwierigkeiten kriegen werden. Wir werden das hinbekommen und wir werden auch auf die neuen Belange uns dann mittelfristig einstellen können. Aber aktuell, glaube ich, wird es keine großen Schwierigkeiten geben. Dafür haben wir gut gearbeitet.